Wir sind hier im Adventure Bike Park in Bad Wildbad im schönen Schwarzwald. Hey, der Park ist zu, was soll das? Jetzt hat sie ihn fast auf die Fresse gelegt. Hast du gesehen? Also ich bin jetzt hier auf der Perfect Drive Steilkurve. Die grundsätzliche Bauzeit beträgt in dem Fall nur 3 Tage. Da bauen wir einen Tag die Rückwand, einen Tag die Unterkonstruktion, einen Tag die Lauffläche. Das meiste Baumaterial, das wir benutzen, das ist tatsächlich von uns selbst auch hergestellt, indem wir Bäume aus dem Wald rausholen, die entrinden, entasten, anschließend sägen wir uns die zurecht. In dem Fall wären das hier die Pfosten, genauso wie die Lauffläche, die sägen wir dann tatsächlich raus, komplett. Das ganz Besondere an dem Bikepark hier ist, dass es in einem Naturschutzgebiet liegt und man das Panorama Nordschwarzwald richtig erleben kann. Hier ist alles dabei, hier hast du Moos, Moor, große Bäume, hier kannst du halt wirklich den tiefsten Schwarzwald so richtig erleben. Das macht den Bikepark hier natürlich ganz besonders. Wir sind hier in unserer neuen Heimat sozusagen, im alten Hallenbad von Bad Wildbad. Hier hatten wir früher auch Schulsport. Hier kommt der neue Radladen rein, unser Fahrradverleih, unsere Bikestation für den Bikepark. Also alles rund ums Rad. Jeder, der was sucht, ist hier genau richtig. Wir versuchen, die Nachhaltigkeitssache sehr ernst zu nehmen, in Bezug auf, dass dieses Material, das verbaut wird, nur naturnahes Bauen ist. Dass wir unser Material dann auch dementsprechend mit den Maschinen hier antransportieren, die geeignet dafür sind, das heißt mit Biosprit, Biohydrauliköl, diesen Dingen. Bei uns wird nicht alles weggeschmissen, was irgendwie schon ein bisschen Schimmel angesetzt hat oder so, sondern das wird abkurbelt und schick gemacht. Tatsächlich bekomme ich immer für alles, was ich tue, direkt ein Feedback, weil wir mit unseren Kunden einen sehr, sehr persönlichen Kontakt haben. Hey, das habt ihr gut gemacht, das ist nicht so gut, das könnt ihr verändern. Das sind die Dinge, die mir bei dem Bauen hier auch wirklich Spaß machen. Es ist wirklich sehr schön, solche Elemente zu erschaffen. Also sei es eine Steilkurve oder sei es ein Sprung und danach selber noch zu fahren, das ist einfach was Cooles. Und ich glaube, ohne den Gedanke, es danach auch selbst zu benutzen oder ohne den Gedanke, man macht es für mehrere Leute, würde es nur halb so viel Spaß machen. Mein perfekter Bikeparktag ist, wenn wir viele Besucher haben, die Sonne scheint, wir haben keine Beschwerden, alle sind glücklich und ich selbst kann auch mal eine Runde Fahrrad fahren. Das ist der perfekte Bikeparktag.